die zeigt, der Solidarität hilft, die besondere Situation, die besonderen Nöte von obdachlosen Menschen stärker ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken. Es hilft der öffentlichen Hand natürlich auch Tendenzen abzusehen, wie entwickeln sich Zahlen, wo gibt es besondere Bedarfe, vielleicht auch zum Beispiel, welche Sprachen sind besonders gefragt in der Obdachlosenhilfe. Aber natürlich geht es ganz generell darum, einmal mehr Öffentlichkeit zu schaffen für Menschen, über die im Alltag viel zu schnell hinweggesehen wird. Aus der Vergangenheit wissen wir, dass die Ergebnisse auch immer ein Ausrufezeichen waren, ein ganz klarer Appell an alle, die daran mitwirken können, dass es mehr bezahlbaren Wohnraum braucht. Zugleich hilft es uns, die Hilfsangebote für Wohnungs- und Obdachlose nochmal genauer auszurichten. Zum Beispiel zu schauen, in welchen Sprachen brauche es Beratung. Beim letzten Mal wurde beispielsweise herausgefunden, dass es mehrere Paare gibt, die zu zweit auf der Straße leben, schlichtweg, weil sie in den Unterkünften kein Zimmer für sich zu zweit haben. Das ist ja ein wichtiger Hinweis darauf, wo man auch bei den Beratungsangeboten und bei den vorübergehenden Unterkünften nachbessern muss. Und ich würde sagen, die Nacht der Solidarität, die Zeit der Solidarität hilft einfach am Ende des Tages auch die Lobby derjenigen zu stärken, die der Obdachlosigkeit den Kampf ansagen wollen. Wir haben viel zu oft in der Gesellschaft das Problem, dass eher Obdachlose bekämpft werden. Was aber tatsächlich Not tut, ist Obdachlosigkeit dahingehend zu bekämpfen, dass allen Menschen ein Angebot gemacht wird.